stand immer auf meinem Zeugnis überdurchschnittlich intelligent. Aber ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Der Belasch und Steiger sind sich ja auch Spinnefeind irgendwie, ne? Die sind sich ja auch immer nur am Dissen, die hassen sich. In meinem Zeugnis, ich hatte immer Vieren, aber in meinem Zeugnis stand überdurchschnittlich Intelligenz. Aber es ist nur Phrasen und bedeutungsschwangere Worte und einfach nur wichtig klingen. Er hat nichts gesagt, nichts. Es ist so witzig, Alter. Ja gut, was gucken wir zuerst? Was wollt ihr? Wollt ihr Mauer haben? Wollt ihr, sollen wir Soldaten verlieren in den 80ern? In den 80ern an und für sich. Hört ihr das? Das ist eins der besten Videos im Internet. Und wie geht? Das ist ein krasses Video. Wer das sehen will, Digga, ich sag dir ehrlich. Das ist. Ich weiß nicht, ob das jeder aushält. Falls die mich Hanau machen. Nicht, dass mich einer Hanau macht hier, während ich das abspiele. Ich spiele das mal mit einem Smooth ab, so ohne Gefühle. Weil ich keinen Bock, dass mich einer Hanau macht. Und dann kommt die Zeitung und sagt, das war so ein Psychopath. Ich muss gleich mein Bild woanders hin tun, sonst bin ich da die ganze Zeit drauf. Ja, ach nein? Also wir fangen natürlich schon so an, auf jeden Fall. Ja, das kommt ja aber so ein bisschen auf dich drauf an, wie der Talk läuft, ne? So, du bist ja so quasi der Katalysator für alles. Hat man bei uns ja gemerkt, als Homie zu Gast war. Sag mal, inwiefern? Also ja. das würde mich ja interessieren, weil ich finde ja, ich habe mich wahnsinnig zurückgehalten. Also ich war ja kaum präsent. Ich habe ja fast nichts gesagt. Ja, da widerspreche ich auf jeden Fall sehr gerne. Also du hast ja direkt gut gestartet. Ich glaube, die ersten 5 bis 10 Minuten, da hast du direkt so den Frame gesetzt so für die Diskussion, dass es auch mal so ein bisschen ugly werden kann. Das hat der gute Homie, glaube ich, zu spüren bekommen und wir haben uns alle so ein bisschen von der Steiger-Energie infizieren lassen und es hat sich dann alles so ein bisschen aufgebauscht. Ne? Später kam dann der Eindruck von vielen Leuten, das haben die auch in den Kommentaren und so geschrieben tatsächlich, dass es so ein 3 gegen 1 war, als hätten wir uns gegen den Bruder verschworen. So. Aber viele Leute wissen gar nicht, dass zum Beispiel du und ich eine sehr unterschiedliche politische Einstellung haben. Wir haben eine unterschiedliche politische Meinung, aber bei der Sache habe ich auch wirklich eher... Tendo schreibt, Roos, du kennst doch Belasch, verstellt er eigentlich seine Stimme vor Kamera? Also ehrlich gesagt, kenne ich ihn gar nicht. Ich kenne ihn absolut gar nicht. Ich war einmal in deren Podcast. Davor habe ich ihn ein einziges Mal, 10 Jahre davor oder so, bei diesem Videodreh, wo alle dabei waren, das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich glaube, da war der schon abgefuckt, dass wir uns von hiphop.de und so nicht für ihn interessiert haben, so großartig, weil wir ihn auch nicht kannten einfach. Wir haben da, das war, glaube ich, der parallelen Monster-Videodreh in Kassel, in Hanau, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich ihn nie wieder gesehen, dann habe ich gesehen, er macht diesen Podcast, dann waren wir da einmal, danach, ich habe ihn nur jetzt halt, wo der, weiß ich nicht, sich da jetzt als Richter und Forensiker aufgespielt hat. Ich habe auch nie mitbekommen, was der für ein Schwurbler ist. Ich meine, ein bisschen von Seite, dass die da so Schwurbler einladen und so. Aber maximal Ken Jebsen oder so habe ich so mitbekommen. Geguckt habe ich das ja eh nicht. Aber weil man ja auch jetzt nicht mehr so viel Zeit, jede 2 Stunden Podcast zu hören. Aber diese ganzen Sachen mit, dass die mich nicht Hanau machen und so eine Scheiße. Bruder, hätte ich das vorher gewusst, dann wüsste ich, dass er überdurchschnittlich intelligent ist. Überdurchschnittlich intelligent, falls die mich Hanau machen. Eigentlich brauchen wir für diesen überdurchschnittlich intelligent den Rest. Man braucht in meinem Zeugnis, ich hatte immer 4, aber in meinem Zeugnis stand überdurchschnittlich Intelligenz. Immer stand das da drin. Das ist eigentlich das Ding. Yo, Ilja, das stimmt. Doch, Ilja schreibt, erst durch diesem Attila Hildmann-Interview hat man so ein bisschen mitbekommen, was bei denen so abgeht. Ja, kann sein, ja. Ich weiß auch nicht, ob das... Man hat jetzt genau, weil ich meine ganz ehrlich, man hat sich jetzt auch nicht so krass gekümmert, also war jetzt auch nicht so wild alles, also war jetzt nicht so in meinem Interessenfeld, aber ja, hätte ich das früher gewusst, ey. Die Sprüche sind schon Legende von denen, der weiß das nicht, der versucht die ganze Zeit mit seinen Tracks Legende zu werden, aber der weiß nicht, das reicht, die Sprüche sind Legende, als hätte der Tierstar nie ein Zeugnis gesehen, ja.
gedacht, da waren wir auf derselben Seite. Das war aber nicht abgesprochen. Also nee, nicht, dass die Leute denken, war das nicht, aber da wurde in den Hinterhalt gelockt und 3 gegen 1 und so. Boogie, 3 gegen 1, Boogie hat nichts gesagt. Wenn, dann war es 2 gegen 1. Ja, aber auch das habe ich nicht so empfunden. Sehr, sehr ja. Der hat noch weniger gesagt als ich, würde ich sagen. Der hat sehr, sehr viel weniger gesagt als du, ja. Aber in dem Augenblick fand ich das vielleicht jetzt auch gar nicht so unpassend. Weil es ist ja auch eine gute Eigenschaft, dass man auch mal die Schnauze halten kann, wenn man sich jetzt in gewisse Gesprächsthemen nicht einbringen kann. Warum sollte man auf krampfhaft dann mitreden? Ich habe, bevor wir das gucken, etwas anderes sehr Wichtiges, Leute. Eigentlich, viele haben mir so, Marvin hat eigentlich noch ein Video gegen mich gemacht. Diesmal hat er im Titel das allerletzte Video. Bin mal gespannt, wie viele noch kommen. Ich weiß nicht, ob ich darauf noch eingehen soll. Der eigentlich... Aber ich fand diese Stelle gut, die wurde mir auch geschickt. Das habe ich auch nie mitbekommen. Alter, wie geil ist das, ey? Das hat 140.000 Menschen haben das gesehen. Guck mal. Das Problem. Und in Bezug auf Rassismus, da habe ich ihm auch mal meine Perspektive darauf erklärt. Ich habe ihm mal alles mal erzählt, was uns mal so passiert ist in dem Bereich. Also wir haben wirklich Leute verloren, so, weißt du so? Und, also mit sehr, sehr harten und haarsträubenden Gewaltakten. Diese Zeiten von Solingen und bla und blub. Aber in Asylantenheimen oder auch durch die Kriege, die wir mit den Nazis in den End-80ern, Anfang 90ern gehabt haben, gab es wirklich tatsächlich so... Also er hatte Kriege mit den Nazis, End 80er, Anfang 90er. Warte. Die wir mit den Nazis in den End 80ern, Anfang 90ern gehabt haben. End 80er, Anfang 90er hatte der Kriege mit Nazis. Gab es wirklich tatsächlich Soldaten, die bei uns gefallen sind, sag ich. Da hatte der Soldaten, die gefallen sind, End 80er. Weißt du, so Leute haben ihr Leben auf bestialische Art und Weise verloren. Ich will es nicht ins Detail bringen, aber ich habe eine Menge gesehen und eine Menge mitgemacht. Da, er ist 82, wann ist er geboren? Der ist 82 geboren, da war er so 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, so keine Ahnung. Ja, wilder Typ so. Viel erlebt. Ich glaube, die Storys, die er erzählt, man kann sich schon vorstellen, dass es wild war. Nur halt, er erzählt hat, was er wahrscheinlich gehört hat. Ich glaube, dass er da zu jung war für. Kann doch gar nicht sein, dass er mit 9 Jahren auf bestialische Art Leute verloren hat. Gegen Nazis, Bruder. Vor allem, ja, Rocky schreibt, Solingen war 83. Ja, das ist ja, erstmal ist das ja bei uns. Und da war ich auch ein halbes Kind. Und ja, Solingen, ich soll mir vorstellen, ich bin 79 geboren, 86 nach Deutschland gekommen. Also, aber Solingen war groß, war ein großes Thema jahrelang. Ja, auch für die, wegen den Zitaten von Helmut Kohl, die noch jahrelang nachhalten, aber. Das war eine bestialische Geschichte. Aber ja. Mock schreibt, der erste, der durch Nazis ermordet wurde in Berlin, war von Cäsar, der DJ, der Vater vom DJ von Cäsar. So. Ufuk Shahin. Real Talk jetzt? Dieser Name Ufuk Shahin, warum kommt mir das bekannt vor? Ja, Bro. Ja, Mock, Alter. Ja, wenn einer was von 90er und Probleme in Berlin, dann ist das ja wohl Mock. Ja, gut. Dingens schreibt, ab 19. Minute wird das interessant. Rap und private Gefängnisindustrie. Okay, let's go. Irgendwie zu tun hatte und so weiter und so fort, dass Schwarze immer überproportional in den Gefängnissen. Ja, ich denke auch nicht, dass es der Erste war, der von Nazis ermordet wurde, aber vielleicht der Erste, an dem sich Mock erinnert, beziehungsweise aus der Szene. Weil natürlich gab es das ja immer wieder, aber gut. Schockmusik, gleicher Name. Ach so, klar, Schockmusik. Ufuk Shahin, ja, klar. Krass, einfach gleicher Name, oder was? Wild. So, jetzt schalten wir mal ein bisschen ein. Irgendwie präsent waren, dass die meisten Leute dort überhaupt nicht aufgrund von Gerichtsurteilen im Gefängnis sitzen, sondern aufgrund von Deals. Ja, das ist ja, tatsächlich habe ich auch mit Markus gesprochen, das ist wirklich krass. Aber gut. Weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Absolut. Ja, absolut. Ja, also der 13th hast du dann auch gesehen. Nee. Diesen Film. Achso, das ist der 13. Zusatzparagraf, dass Sklaverei zwar abgeschafft ist, aber zum Zwecke der Strafe eben doch auch wieder
aufrechterhalten werden darf. Von wann ist das? Das ist nach der, also der Film, der 13. Dieser Zusatzparagraph, der ist nach der Abschaffung der Sklaverei eingeführt worden. Mhm. Ja, und in diesem Film, in dieser Netflix-Doku, die das ganz schön aufgemacht hat, wird halt eben auch erklärt, dass 97% der Leute, die in Amerika im Gefängnis sitzen, tatsächlich nicht aufgrund eines rechtlichen Urteils dort sitzen, sondern aufgrund eines Deals. Die werden eines Verbrechens angeklagt und dann wird ihnen erklärt, ey Kumpel, wenn du vor Gericht ziehst, dann kann es sehr viel teurer werden und sehr viel mehr Strafe. Also nimm diesen Deal an. Mann, das ist nicht lustig, wenn Steiger redet. Der soll Belasch reden lassen. Mann, Steiger, red nicht so viel. Und okay. Das ist egal, ob derjenige das gemacht hat oder nicht, aber er nimmt, in den meisten Fällen werden diese Deals halt angenommen, weil das das kleinere Übel ist und weil die Aussicht... Story. Das passt gut. Mashallah, mach 150.000 bereit. Ich habe keine Lust mehr auf Mathe. Ich denke mir, nicht cool. Du warst nie wirklich mein Freund, du hast immer nur Rechnung geschrieben. Vor Gericht erfolgreich zu sein, relativ schlecht ist, wenn man arm ist. Mhm. Ja, klar. Also es hat natürlich viel mit Armut zu tun. Auf jeden Fall. So, dann setze ich aber, also das sind irgendwie die Grundlagen des amerikanischen Justiz- und Strafrechtssystems und des Gefängniskomplexes, wo ich dir recht gebe, das sind private Firmen, die müssen ja voll werden. Na, aber jetzt reicht jetzt mit Fakten und so echte Sachen so. Nein, fang mal jetzt an hier. Wie ist Politik? Wer ist da, die da oben, wer nicht? Ich gucke übrigens gerade nebenbei ab und zu, wenn ich Zeit habe, auf Disney so eine Dingsserie mit Jessica Biel. Texas irgendwas, bla, irgendeine Serienmörderin-mäßige, nicht Serienmörder, irgendeine Dings, so Dings. Ja, ganz okay, kann man gucken. Dann setzt sich die Musikindustrie auch noch hin und sagt, okay, wir promoten jetzt noch eine Musik, die noch... Scheiße, ne? Also es ist so ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil du hast recht, natürlich kommen die Mechanismen so ein bisschen weiter aus der Vergangenheit. Aber zu derselben Zeit habt ihr auch, das war glaube ich sogar exakt 1994, da wurde ja alles nochmal extrem verschlimmert. Also als dann diese ganzen War on Drugs Geschichten da gestartet sind so und diese ganzen Crime Bills unterschrieben wurden, da hat man ja dann auch... Jetzt geht's los, boah, endlich, Alter. Crime Bills, War on Drugs, let's go. Haben wir auch prominenterweise öfters in unserem Podcast angesprochen, das Thema. Eines der wichtigsten Sachen, warum die amerikanische schwarze Gesellschaft dort drüben in der Unterschicht so beschissen hat, wie es heutzutage ist, ist aufgrund dieser Gesetzgebung. Weil einfach mal 5 Gramm Crack dich in den Knast gebracht haben für den gleichen Wert von 500 Gramm Crack. Also es gab wirklich Leute, die haben sich dorthin gesetzt und haben gesagt, ey Leute, das kann ich dir nochmal genau erklären, wenn du willst. Es geht halt einfach nur darum, es wurden Gesetze beschlossen, so dass wenn du einen Jugendlichen auf der Straße mit 5 Gramm Crack erwischt hast, dass er die gleiche Freiheitsstrafe bekommen hat wie jemand mit einem halben Kilo Crack. Das bedeutet, dass in einer... Crack oder Kokain? Crack. Okay. Weil die Crack-Epidemie hatte da damals ja auch ganz zufällig natürlich die schwarzen Neighborhoods getroffen so und hat dafür gesorgt, dass da auf jeden Fall noch mehr Chaos entstanden ist, als es war. Man darf ja nicht vergessen, es hat ja kein krasses Chaos existiert. In 1965, 1970 und so weiter, da waren die meisten schwarzen Familien verheiratet. Es gab relativ wenig Nicht-Angestellte, also Arbeitslosigkeit innerhalb der Schwarzen, sogar im Alter von 17, 18, weil man mit 16, 17 angefangen hat zu arbeiten. Also so, dass alles so richtig dramatisch wurde mit diesem ganzen Ghetto-Stuff und sich gegenseitig umzubringen. Black-on-Black-Crime und diese ganzen Geschichten, ja. Das kam ja alles erst mit der Zeit. Das hat so seine Explosion, hat es erst in den Ende der 70er, Anfang der 80er gefunden und so richtig dann durch die Filme und durch die Musik, dann kam Colors, dann kam NWA und dann war die Hölle los mit Crips, Bloods und so. Also die Crips wurden damals nicht gegründet, um andere Schwarze umzubringen, was viele Leute vergessen haben. Und diese ganzen Gesetzgebungen, die waren gezielt für die Schwarzen überhaupt gemacht worden, damit sie in die Gefängnisse landen. Aber das hat halt natürlich auch eine sehr junge Bevölkerung getroffen. Weil wenn du damals irgendwie in der Zeit, wo du nicht mal weißt, was Crack richtig ist, weil es hatte gerade erst die Straßen getroffen, kannst du damit aber richtig Money verdienen. So. Das hat man ja damals gemerkt. So. Und in dem Augenblick, wenn das wirklich ein komplett schwarzes Problem ist, zu 91% war das ein Problem der schwarzen Männergesellschaft. Wenn du dann siehst, 91% der kompletten schwarzen Männergesellschaft hat dieses Crack-Ding gerade am Laufen, dann änderst du die Gesetzgebungen so, dass wenn du einen Jugendlichen 18-Jährigen
18-Jährigen auf der Straße mit 5 Gramm Crack in seiner Tasche erwischt, ob er Konsument ist, Verkäufer oder einfach dumm, spielt keine Rolle. Der kommt erstmal für 10, 15 Jahre vielleicht ins Gefängnis, weil er die gleiche Strafe bekommt, wie jemand, der mit einem halben Kilo Crack erwischt wird. Das ist eine Riesensache. Halbes Kilo Crack, die Leute von der Straße wissen, was passiert, wenn du mit halbem Kilo Koks erwischt wirst. Du musst erstmal gefickt, Bruder. Und Mann, ey, wird auch noch lustiger, aber jetzt ist erstmal alles so normal. Im normalen, normaler Bereich, würde ich sagen. Ich steige auch so. Wann kommen wir zur Politik? Das ist halt das, was damals halt so passiert ist. Eine der Geschichten, die dazu geführt hat, dass viele jugendliche Männer im Gefängnis gelandet sind. Da hat man gesehen, ist die Kluft dann entstanden, sodass dann immer mehr die Familienstrukturen der Schwarzen in diesen ganzen strukturlosen Bereichen auch zerbrochen ist. Von 75% verheirateten Familien sind nur noch 25 übrig. Die Jungs sind reihenweise hinter Gittern gelandet und haben diesen neuen Lifestyle dann erlebt und wollten dann auch so cool sein wie der, den sie gesehen haben, der Dope-Dealer und so. Man kennt diesen ganzen Rattenschwanz. Hinzu kommt dann noch sowas wie die Musikindustrie, die da nochmal Öl ins Feuer gegossen hat und so weiter. Aber es ist halt natürlich irgendwo verankert in der Politik und die Politik wird bezahlt durch die Wirtschaft. Und da kommen wir dann schon wieder zu dem Kreislauf. Politik, also die Leute, die das unterschrieben haben, diese War on Drugs Geschichte, die ja wirklich die amerikanischen Ghettos richtig infiziert hat. Zu derselben Zeit wurden über... Bruder, der... der überfährt einen, ja? Der hat so Druck beim Reden. Bruder, entspann dich, es gibt keine Sendezeit. Ganz ruhig. Der atmet gar nicht. Aber es ist auch natürlich, das ist natürlich auch eine Technik, damit du bloß nicht nachfragen kannst und irgendwas. So, Moment mal. Was hat eine, ja, War on Drugs, 80er und 60er und War on Drugs, sowieso Kokain. Und da hat das ja auch alles angefangen, NWA. An und für sich. Liquor-Stores aufgebaut, sodass halt in der Armut auch viel getrunken wird und so weiter. Und dann hat man halt einfach gesehen, dass die Verrohung halt krass zugenommen hat. Aber woran liegt das? Das liegt ja an Gesetzesbeschlüssen und Social Engineering-Geschichten, die man so an dem Tisch beschließt. Counter-Intelligent-Programmer gegen die Black Panthers zum Beispiel? Was genau? Oder jetzt kommt der mit Black Panthers, der... die Counter-Intelligence-Programme gegen die... Pro Intel hießen die oder so, das waren die Gegenmaßnahmen gegen die Black Panthers. Mhm, okay. Black Panthers waren ja eine relativ erfolgreiche schwarze Bürgerrechts-, militante schwarze Bürgerrechtsbewegung, ja, und eine revolutionäre Partei. Mhm. Ja, und sie waren dann auch besonders erfolgreich, als sie sich angefangen haben, auch mit Weißen und Latinos zu organisieren. Und dann wurden sie auch richtig gefährlich für das weiße Establishment. Und dann sind die auch sehr, sehr hart bekämpft worden. Und eine der Methoden war eben, ihnen auch immer Drogenhandel zu unterstellen und in den Drogenkonsum also auch mehr oder weniger unterzuschieben. Absolut. Also das sind auf jeden Fall Strategien natürlich, absolut, um Gemeinschaften zu zerstören, keine Frage. Marihuana-Prohibition kommt von dort. Die Amerikaner haben damals die Schwarzen dafür verantwortlich gemacht, dass sie alles so kiffende, gewalttätige und drogenverkaufende Motherfucker sind. So, weißt du? Ich liebe das. Das ist so geil. Aber noch ist nicht so geil, wie ich dachte. Ja, alles andere war besser. Ich liebe das, wenn er so Geschichten aus Berlin erzählt. Diese ganze, was er bei Straßensound gemacht hat, das war geiler bisher. Jetzt im Moment erstmal bilaterale Kommission an und für sich, Drogen, War on Drugs, weiß man ja. Heutzutage weiß man das ja alles auch. Ich hoffe, das kommt noch. Trotz, was würdest du sagen? Es gibt ja heutzutage auch irgendwelche Bestrebungen, die einfach diese Tendenzen im Rap zum Beispiel ja anklagen oder die einfach auch dagegen vorgehen wollen, also gegen diese Frauenverachtung, gegen diesen Materialismus in der Rap-Community. Und das stößt ja aber auch nicht besonders auf Gegenliebe. Nee, warum sollte es? Ja. Ja. Genau, aber wie könnte man diese Stimmen stark machen? Also für was würdest du dich denn aussprechen in der Rap-Community? Also ich meine, du hast ja Rapper dann vor dir sitzen, du hast ja Rapper, die auch teilweise diesen Lifestyle irgendwie leben, und wie gehst du dann damit um? Don't hate the player, hate the game.
Ich kann nicht an der Rap-Community irgendwas kritisieren oder versuchen, da an der Oberfläche rumzukratzen. Das sind ja nur die Auswirkungen von einer kranken Wurzel. Und die kranke Wurzel kommt ja von ganz woanders, okay, wie wir gerade festgestellt haben. Woher kommt die kranke Wurzel? Die kommt aus China. Das sind die besten Fragen. Woher kommt die Wurzel? Let's go. Mich interessiert. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das anguckt, was ich jetzt gerade erzählt habe, es gab tatsächliche Menschen, Politiker, das waren keine Roboter, es waren keine Computersysteme, die diese Gesetzesbeschlüsse unterschrieben haben. Im Jahre 1994, wer war das? Das war Joe Biden. Weißt du, was ich meine? Unter anderem. Ja, aber er war so das Zugpferd von dieser ganzen Story. Der hat sich damals dahingestellt im Parlament. Der hat sich für diese Freestyle-Strikes-Regel stark gemacht und für diese ganzen Sachen. Ja. Genau, und hat gesagt, Alter, diese Son of a Bitches, also die gehören eingesperrt, die unsere Straßen hier kaputt machen. Das waren die Schwarzen. Das, die meinte er. Das ging damals um Crackverkauf. Und das. Ich schwöre, das ist nicht auf 1,5. Das ist, der redet so schnell. Das ist, ich glaube so ein bisschen, dass der. Das ist derjenige, der. Der Belasch und Steiger sind sich ja auch Spinnefeind irgendwie, ne? Die sind sich ja auch immer nur am Dissen, die hassen sich. Oder beziehungsweise da gibt es dicke Luft. Ich glaube. Belasch ist deswegen auch so schnell reden wichtig und so schnell und so wild. Man muss den anderen runterreden. Jetzt gerade halt in der Prognose, der nächste amerikanische Präsident zu werden, nach Black Lives Matter und so weiter, da gucken wir mal halt, wohin die Reise geht. Warum ist Bernie das nicht geworden, deiner Meinung nach? Ach, das weiß ich nicht genau. Ich glaube einfach, hättest du es gut gefunden, wenn es Bernie geworden wäre? Ich weiß nicht. Also ich bin da immer sehr vorsichtig mit gut und schlecht. Für mich ist eigentlich jeder amerikanische Präsident irgendwo erstmal prinzipiell mit Vorsicht zu genießen. So. Ich bin da kein Fan von der amerikanischen Politik, wie man weiß. Aber trotzdem ist halt mit Joe Biden jemand dort gerade, der halt einfach so lächerlicherweise sich vor allem durch diese ganze schwarze Black Lives Matter Geschichte den Thron quasi jetzt sichert, obwohl er in den ganzen Prognosen so weit hinten war, dass er eigentlich halt gar nicht mehr hätte gewinnen können. Der größte Profiteur, politische Profiteur von Black Lives Matter ist Joe Biden. Der Typ, der 1994 die Law of Drugs unterschrieben hat und der die Three Strikes Law eingeführt hat. Da würde ich dir... Nicht so spannend irgendwie, ne? Diese ganze George Soros Black Lives Matter... Ja, Mann, ich brauche Hood-Geschichten. Ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Ich habe trotzdem es geschafft, fast ein Abitur zu holen. Das ist eins der besten Sätze, die ich jemals gehört habe. Ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich habe trotzdem es geschafft, fast ein Abitur zu holen. Ich habe trotzdem geschafft, fast diese eine miese Olle mitzunehmen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. So gut, ja. Es stand immer auf meinem Zeugnis überdurchschnittlich intelligent. Aber ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Es stand immer auf meinem Zeugnis überdurchschnittlich intelligent. Ey, jo. Ey, Leute. Leute, gratuliert mir mal. Was ist los? Meine Freundin ist fast schwanger, Alter. Was soll das heißen? Ja, wir haben mies gehabt gestern. Was hat mit schwanger zu tun? Ja, ich habe Kondom gehabt. Aber fast nicht gehabt, weißt du? Aber wir haben dann doch gefunden. Ein Kondom war noch in Dingsschublade. Fast schwanger, Mann. Tatsächlich widersprechen. Politisch gesehen, der, ja. der ist einfach der größte Profiteur vom demokratischen Establishment. Da hat sich irgendwie Obama mit seinen Nachfolgern und dem sämtlichen demokratischen Establishment hingesetzt und hat gesagt, der wird's. Weil eigentlich war Bernie vorne. Ja? Und den haben sie einfach dann abgesägt. Ja, aber das wo widersprichst halt, du dann? Ne? Dass er der größte politische Profiteur ist seit Black Lives Matter, also durch Black Lives Matter. Ja, das weiß ich nicht, ob er jetzt durch Black Lives Matter, aber das klingt ja so ein bisschen, als hättest du deine auch eine Kritik an Black Lives Matter. 100%. Und zwar welche? Ja, das ist gut. Ja, welche hast du denn? Sag mal. Black Lives Matter an und für sich ist für mich der Wolf im Schafspelz. Es wurde von Leuten gegründet, finanziert und bezahlt, die genau das Gegenteil als Interesse haben. An und für sich muss man sagen, ist Black Lives Matter so eine ganz Sache. Eine was für wrong? Franz Birkler schreibt im Chat wrong. Mann, verwirr mich jetzt hier nicht mit Fakten. Mann, nerv mich nicht. Es ist an und für sich, ist das von Leuten gegründet worden, die eigentlich genau das Gegenteil wollen. 112 BLM ist Scam.
Haben die T-Shirts verkauft oder was? Nee, das ist eine Selbstkostenkiste, BLM. Das ist das Zusammenbringen der Völker und Kulturen und Hautfarben. Also wenn man sich mal anguckt, wo das Geld immer herkommt, und da, weiß ich nicht, beschäftigst du dich ja auch immer sehr viel mit, einfach mal so ein bisschen der Geldspur folgen und gucken, wo das alles herkommt. Also du würdest schon sagen, oder das ist ja das, was... Ja, und die werden die Geldspur natürlich online BLM, Belash Matters. Nein, die werden die Geldspur, natürlich, follow the money, ne, ist ja klar. Und die werden die Geldspur natürlich online jeden auch zeigen. Jeder aus Kreuzberg kann rausfinden, wer die Hintermänner bei BLM sind. Das ist, weil das so eine ganz krasse Verschwörung ist. Bruder, Alter, meine Fresse. Ich weiß noch, wo der Rezo dieses CDU-Video gemacht hat, Zerstörung von CDU, ne? Da haben Leute, diese Boomer-Leute von CDU, weil die wirklich keine Ahnung haben, haben die gegoogelt und rausgefunden, dass er bei einem YouTube-Netzwerk ist, dem auch anteilig Dingens gehört. Ich glaube, wenn ich das richtig zusammenkriege, er ist bei dem Netzwerk Tube One, und Tube One wurde mal aufgekauft von Ströer, das sind diese Plakatwände. So. Dann haben die das einfach auch verschwörungsmäßig. Wir wissen ja, von wem das finanziert ist, das Rezo-Video. Die haben einfach, ja, hier Ströer, und die hätten ein politisches... Bruder, noch nie in meinem Leben hat unser Netzwerk mich angerufen und mir ein Video vorgeschlagen, was ich machen soll. Ich rufe die mal an, die gehen nicht dran. Bruder, als ob das überhaupt so laufen würde. Das ist, wenn du keine Ahnung hast, wie sowas läuft. Das ist genauso wie beim Belaschtag. Ja, die großen Plattenfirmen wollen ja jetzt die Whiteys hochbringen. Kennt einer diese Stelle? Das ist die beste Stelle, ich finde die nicht mehr. Ja, die haben jetzt rausgefunden, dass Kennex zu viel Sagen haben im Game. Jetzt wollen die ganzen Tilos und die Whiteys sollen jetzt. Dann haben die Plattenfirmen sich zusammengesetzt. Bruder, das ist, Digga, Alter, nicht, dass mich einer Essling macht. Wo wir uns, glaube ich, dann auch wirklich separieren, politisch, in unserer politischen Analyse. Du würdest schon sagen, da stecken immer irgendwelche einflussreichen Kreise dahinter. Sind es immer wieder diese... Hey, wer hat RapidGator-Dings-Account, Alter? Was soll das? Ich muss immer hier Captcha eingeben. Ich brauche einen RapidGator-Account. Fick mich mal nicht. Fisch mal nicht. Ich muss immer Captcha eingeben. Ich bin so broke. Selben Kreise, die da dahinter stecken, hinter solchen politischen Entscheidungen? Oder sind es unterschiedliche politische Kreise? Also definitiv unterschiedliche politische Kreise. Aber es heißt nicht, dass unterschiedliche politische Kreise, die nach außen hin unterschiedlich wirken, nicht hinter den Kulissen in mancherlei Hinsicht doch zusammenarbeiten. Das weiß man, glaube ich. Also dieses ganze Demokraten- und Republikaner-Ding bei den Amerikanern, das ist halt das beste Beispiel dafür. Das ist ja Schwachsinn. Okay, ich meine, große Koalition hin oder her. Ich meine, am Ende bekommen dieselben Gesetze dabei rum. Da... Nicht ganz, aber... Ja, sind ja. Wir, ja, ja. Aber da können wir uns, glaube ich, schon einigen. Aber das Ganze ist immer persönlichkeitsdriven in deiner Vorstellung oder in deiner Analyse. Das heißt, das sind Kreise, die ihre eigenen Interessen vertreten. Oh ja, yeah. Die vertreten meistens nicht ihre eigenen Interessen, sondern die von den Großkonzernen und Milliardären und so weiter, die im Hintergrund halt sehr großen Profit dadurch schlagen, weiterhin die Kontrolle zu behalten über ihre Marktwirtschaft, über auch die Lenkung der Gesellschaft und so weiter, damit halt alles so läuft, dass sie so bleiben, wie sie sind, nämlich einfach Elite. Ich liebe diesen Moment, wenn er abdriftet. Ja, natürlich, da gibt es ja Leute im Hintergrund, die Milliardäre, und die haben Markt, auf einmal Wirtschaft, und ja, damit das einfach alles so bleibt und fett wird und krass. Ja, alles ist krass. Das ist, achtet mal bitte auf den Satz, wie der abschmiert, achte. Weiterhin die Kontrolle zu behalten. Das ist krass, Mann. Deren und so weiter, die im Hintergrund halt sehr großen Profit dadurch schlagen. Okay, wir sehen, ja, normaler Stammtisch dort. Weiterhin die Kontrolle zu behalten über, ja, über ihre Marktwirtschaft, über auch die Lenkung der Gesellschaft und so weiter, damit halt alles... Ja, Lenkung der Gesellschaft, scheiß drauf, alles, ja! ...das so läuft, dass sie so bleiben, wie sie sind, nämlich einfach Elite, so. Und das sieht man ja in der Politik öfters. Ist das eine Elite oder mehrere Eliten? Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Eliten. Es gibt auch Eliten, die sich gegenseitig seit langer, langer Zeit bekriegen, und die sind sich Spinnefeind. Also es ist nicht ein durchgesprochener Haufen, der immer zusammen bei Bilderberg sich trifft und dann sagt, so soll die Welt aussehen.
kann gar nicht sein. So, weißt du, das hat man ja gesehen, das hat man beim Ersten Weltkrieg gesehen, da hat sich die Elite untereinander zerstört. So, weißt du, also es gibt da genug Anzeichen dafür, dass man davon ausgehen kann, dass es halt immer so ein Hin und Her ist. Aber es heißt aber nicht, dass es Gut und Böse gibt. Bei Game of Thrones gibt es kein Gut und Böse, bei dieser Serie gibt es nur Söhne. Hm. Verstehst du, was ich meine? So, also die Charaktere sind alle... Der hat ja noch kein Game of Thrones geguckt. Arya Stark? The Man with No Faces? So geschrieben, dass jeder einzelne ein Arschloch ist. So. Und meistens ist das in diesen oberen Bereichen, wo man halt wirklich komplett empathiefrei nur sein eigenes Bereichern im Vordergrund hat. So. Jetzt hast du aber in irgendeinem Interview gesagt, das ist seit Jahrtausenden, sind es immer wieder dieselben Kreise oder dieselbe Elite, die da am Drücker ist. Das ist, glaube ich, ein relativ altes Interview, muss man auch. Seit Jahrtausenden? Ja, also. Ja klar, der Horus aus Ägypten ist immer noch an der Macht. Seit Jahrtausenden, Alter, heftig. Auch dazu sagen, das sind diese... Ich weiß nicht, ob ich das so wörtlich gesagt habe, muss ich sagen, aber kann vielleicht auch sein, weiß ich nicht. Es war diese verlorenen Tapes von Mach dein Ding, oder wie hieß diese Sendung? Achso, du hast die Macht da, dieses alte Ding. Du hast die Macht, genau. Das ist aber noch von 2011. Ja, ja, das kann ja richtig, sein, dass richtig. Du in der Analyse so ein bisschen anders bist. Aber da hast du zum Beispiel gesagt, irgendwie so, dass das seit Jahrtausenden ist das dieselbe Elite. Ja, es gibt einen dominanten Machtzirkel. Der hat mehr Macht als andere elitäre Strukturen. Das meine ich damit. Da bin ich auch absolut immer noch der Meinung. Aber verlang keine Namen. Warum eigentlich an dieser Stelle keine Namen? Weil die Welt noch nicht bereit ist dafür, finde ich. Den Ausschnitt kennen wir schon. Ja, schade. Ich habe durch diesen Ausschnitt mehr erwartet von diesem Talk hier, aber es ist ein bisschen langweilig. Es gibt einen dominanten Machtgegel seit Jahrtausenden. Bruder, das ist schon... Das, aber verlangt keine Namen. Bruder... Er muss, ich verlange, dass er sich davon distanziert. Aber das ist ja so eine Art Geheimwissen, von wo du sagst, okay, ich und ein paar Ausgewählte und vielleicht noch ein paar andere im Internet und so weiter, wir haben ein exklusives Wissen. Ey, der Steiger, ne, der macht die ganze Zeit subliminal, ne, der gibt ihn die ganze Zeit unterschwellig einen mit. Ja, und du und ein paar Leute aus dem Internet, ihr wisst da die Namen und so, ne? Ist das so ein bisschen so, dieser Film? Lass mich mal ein bisschen angeben. Ja, wer ist denn da? Hallo. Hallo, ich bin's. Hallo. Überall ein Machtzirkel, der diese Welt regiert. Nee, da, ja, ja. So, ich weiß, worauf du hinaus willst. So würde ich es nicht formulieren, aber ja. Es ist halt einfach so, dass man, wie Rudi Dutschke damals gesagt hat, den ich ja auch, also viele Leute sagen, ich bin rechts, ich oder weiß, so. Nein, ich weiß, du berufst dich ja auf Rudi Dutschke, genau. Aber... Rudi war ein Volksheld für mich. Also wenn ich mich auf ihn berufe und sage, ey, die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit, die muss aufgebrochen werden, dann können wir mit Antworten kommen. Vorher bin ich nicht bereit, Antworten zu geben. Dann merke ich halt einfach, dass viele Leute jetzt gerade innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre angefangen haben, mit gewissen Sachen sich zu beschäftigen, die für mich schon so, die sind so Kartoffeln und Fleisch für mich. Das ist so Meat and Potatoes, wie die Amerikaner sagen. Das ist so, da bin ich schon lange drüber hinaus. Aber es gibt viele Leute, die beschäftigen sich jetzt erst mit dem 11. September. Zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht mit diesen Infos um die Ecke kommen. Ich bin kein Freund davon, mit der Tür ins Haus zu platzen. Ich bin nicht Attila Hildmann. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich auch die Sachen, die er erzählt, auch gar nicht unterschreiben würde. Zu einem gewissen Teil. Zu einem gewissen Teil dann wieder schon. Aber ein anderes Thema. Ey, ich habe gerade gedacht, der kriegt noch die Kurve. Er weiß einfach nicht, was er sein will. Er weiß es nicht. Er will alles gleichzeitig sein. Er will derjenige sein, der auch schockt beim Reden. Auch die schockt so. Ja, ich sag krasse Sachen. Ist so, ich sag krasse Sachen. Aber er hat immer schon auch krasser Schwurbler. Na, aber ich unterschreibe nicht alles, was er sagt. Dann auf einmal in seinem Kopf, hey, nicht, dass meine Fanbase denkt, ich bin jetzt normal wie die anderen. Ich bin Mainstream. Nein, nein. Na doch, ein paar Sachen schon. Was? Oder was? Ich bin eher so der Meinung, dass man gucken muss, wie weit ist dein Gesprächspartner überhaupt bereit, auch Informationen aufzunehmen, die für ihn persönlich jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich wirken würden, die vielleicht so seine Weltanschauung anrütteln würden. Das macht für mich keinen Sinn zu sagen, so sieht's aus, das ist es, das und die regieren die Welt, das sind die vor 2000. Nein, das macht keinen Sinn. Immer 10%, 10%, 10%. Und jetzt im Jahre 2000... Ja, er meint natürlich mit anderen Worten, immer nur drumherum reden, immer so aussehen lassen, als ob man irgendwas weiß, aber nie wirklich was sagen.
Ja, wie Rudi Dutschke damals gesagt hat auch, weißt du, ich bin ja, für mich ist er krass, ich bin ja mit dem so, weißt du, ich bin ja, erinnert mich so an die ganzen Schwurbler, die immer irgendwas von Anne Frank erzählt haben. Ja, Anne Frank hat damals für die Freiheit gekämpft, ich auch. Oder, oh mein Gott. 20 sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich mich mit Leuten nicht mehr rumprügeln muss, wenn ich sage, der 11. September war ein orchestriertes Event und es waren keine vier Araber mit Cuttermessern. Weißt du, was ich meine? Da gibt es halt immer noch sehr, sehr viele Leute da draußen, die widersprechen. Wo ich sage, du bist ein orchestriertes Event. Vorverkauf war bei Eventim oder was? Oh Mann. Herzlich eingeladen, Bro. Komm, setz dich hin. Wir tauschen mal Argumente aus. Mal gucken. So, weißt du, was ich meine? Aber das ist halt so das Ding. Ich glaube, die Welt an und für sich ist jetzt schon an dem Punkt, Bereitschaft zu zeigen dafür, alternative historische Begebenheiten, alternative Geschichtsschreibung, alternative politische Wissenschaften und so weiter für sich selbst mal akzeptieren zu können. Das merkt man. Aber trotzdem sind wir in Zeiten von Informationsüberflutung dann schon wieder vor anderen Problemen gestellt, wo so viel dann an YouTube-Dokus und Info und Vorträge von Leuten da draußen dann existieren, die dann so ein Wirrwarr im Kopf dann auf einmal veranstalten, so, dass die Leute dann so konfus sind, dass man gar nicht mehr mit denen reden kann. Wo kannst du dir sicher sein, dass du die richtigen Informationen hast? Ja, was heißt... Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eigentlich case closed. Das ist meine Lieblingsfrage. Das ist die beste Frage bisher. Mal gucken, wer die antwortet. Sind richtig und falsch, Markus? Weißt du, was ich meine? Also, man kann ja nur. Wenn du sagst, Informationen hast. Ja, was heißt denn richtig und falsch, Markus? Weißt du, was ich meine? Also, man kann ja nur. Du sagst. Ey, sogar das antwortet er nicht. Es wird nie eine Antwort auf nichts geben. Es ist einfach nur ein Rumgelabere. Aber es gibt kein richtig und falsch, Markus. Ja, was denn jetzt? Gab's Mondlandung, ja oder nein? Ja, passt. Ja, was denn, ja? Okay, also ich spreche mit irgendwelchen Leuten und die sind für die Wahrheit irgendwie noch nicht bereit, aber ich habe diese Wahrheit und langsam Stück für Stück kann man diese Wahrheit dann releasen und dann gibt es aber ganz viele andere YouTube-Dokumentationen, die stören diese Wahrheit wiederum und so weiter. Woher weißt du, dass deine Wahrheit die wirkliche ist? Es gibt ja für mich persönlich, ich habe ja keine Wahrheit. Ich habe ja nur einen Pool an Informationen und Parametern. Das ist ja alles, was ich habe. So, ich. Vor allem hat er so nur so bedeutungsschwangere Worte. Ich habe einen Pool an Informationen und Parametern. Ja, aber woher weißt du, welches von diesen Informationen du jetzt hier nachplapperst und welche nicht so gut sind zum Nachplappern? Das ist eine einfache Frage. Wie selektierst du aus dem Pool? Hä? Was sind deine Parameter? Ich sammle diese Parameter mir alle zusammen und versuche meinen Menschenverstand dafür zu nutzen, das Unsinnige rauszufiltern und das, was Sinn macht, was für mich dann einen roten Faden dann ergibt, weil für mich macht das immer keinen Sinn, irgendwie eine Treppe zu steigen. Für mich macht es eher Sinn, das ganze Gebäude zu erklimmen. Was, so, hat, weißt was du so? Heißt der rote Faden? So einen roten Faden? Ey, das überlegt er sich doch beim Reden, oder? Das ist so geil. Weil für mich macht es auch gar keinen Sinn, einen roten Faden. Ich brauche auch einen lila Faden und ich muss auch das Gebäude sehen. Markus, guck mal, Markus. Ach, die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Ich schwör, was der labert. Das ist wirklich krank, Alter. Innerhalb der Geschichte oder sowas. Nee, man muss zum Beispiel mehrere Quellen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, 1876 ist dies und das Event passiert, was aber verschwiegen wird in den Geschichtsbüchern oder was sehr signifikant war im Vergleich zu dem, was eigentlich im Mainstream beigebracht wird, dann nehme ich das nicht, weil ich das von irgendeinem YouTuber gehört habe. Da muss ich das double-checken, triple-checken und so weiter. Und dann gucke ich, wo sind da die Quellenangaben? Haben die Leute was miteinander zu tun gehabt? Wenn ich zwei Quellen finde und es waren Cousins, interessiert es mich nicht. Das ist eine Quelle. Deswegen, ich gucke. Das ist so, ey, mein Gott, Alter. Das ist der Grund, Bruder, das ist der Grund, wo du merkst, na, Abitur wäre schon nicht schlecht gewesen. Mann, Alter, das ist richtige Shisha-Talk. Guck mal, wenn ich zwei Quellen finde von 1876 und an und für sich sind das Cousins, dann interessiert mich das nicht. Wow. Oder das ist einfach wirklich, das ist einfach Grund, also wow. Basics, der kann einfach keine Basics, normale Basics. Oder ich verstehe nicht, wenn dich das alles so interessiert, dann
geh nur ein paar Semester zur Uni und lern das halt, Alter. Wo ist das Problem? Dann lernst du halt, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man Recherche betreibt, wie man Quellen checkt. Das ist nicht mal ein Diss, Alter. Jeder kann sich ein bisschen, geh an die Uni und bild dich fort, Alter. Wie man wissenschaftlich arbeitet. Es ist so, wissenschaftliche Arbeiten, Straßenedition. Guck mal, an und für sich sind das ja 1876 zwei Cousins gewesen. Das ist... Der Bruder hat die PISA, hat alleine im Alleingang die PISA-Studie gefickt. Ey, krass. Guck mir einfach an, dass ich so viel wie möglich an unterschiedlichen Quellen als Info für mich selbst in mich reinziehe und dann diese Events miteinander verknüpfe, weil historische Events sind ja verknüpft miteinander. Das ist ja, die Welt hat einen roten Faden gesponnen. Ob wir die richtig wiedergeben oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber es sind Sachen passiert. Und der Gewinner schreibt die Geschichte. Solche Sätze kennt man ja. Deswegen ist, heißt es für mich nicht immer, dass irgendwo in einem Buch, was ich von der Schule bekommen habe, drin steht, so und so ist es passiert, dann ist das so. Das habe ich mir abgewöhnt. Das habe ich mir abgewöhnt, als ich Anfang 20 war. Oh, und deswegen sammle ich meine Parameter und dieser Wissensschatz, der muss... Vor allem meinte ich, sammle meine Informationen, nicht die Parameter. Der entlarvt sich hier so selbst. Aber es ist nur Phrasen und Phrasen und bedeutungsschwangere Worte und einfach nur wichtig klingen. Er hat nichts gesagt, nichts. Es ist so witzig, Alter. Aber es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen in dieser Szene, wo er unterwegs ist, ist das aber so gang und gäbe, dass man viel redet, schnell redet und bedeutungsschwangere Phrasen rausdrescht, dann hört sich das auch so überzeugend an, so teilweise. Ah, ja, an und für sich ist das ja auch ein wichtiger Parameter. Und dann lasse ich mir die Quellen. Und man weiß ja, Gewinner schreiben Geschichte. Ja, stimmt, das stimmt ja irgendwo, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, man sowieso, wir bestehen aus Wasser, der Mensch besteht 80% aus Wasser. Von daher, wenn du das teilst, ist ja Sauerstoff. Und dann weißt du, der Mensch ist Sternstaub. Weiß man heute. Groß genug sein und immer größer werden, damit man auch die richtigen Verknüpfungen dann hinbekommt, dass man nicht so nah vom Baum steht, sondern dass man auch mal ein paar Schritte nach hinten gehen kann, um zu versuchen, dieses große Picture zu sehen. So. Okay, und welche Muster hast du da erkannt? Weil er die Frage nicht beantwortet hat, nach zwei Minuten, drei Minuten im Monolog, der Markus Geiskalt. Komm, ich stelle dich, ich paraphrasiere die Frage. Ich stelle ihm einfach die Frage nochmal. Tja, verstehe. Aber welche Muster hast du erkannt? Ey, das ist eigentlich schon hart, Alter. Das hättest du gerne gewusst, ne? Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, worauf du speziell hinaus willst. Welches Muster? Nee. Mann, woher weißt du, dass das, was du rausgefunden hast, Wahrheit ist? Ja, aber ich meine, wenn du dir jetzt die geschichtlichen Ereignisse anguckst, also ich meine, ich gucke mir geschichtliche Ereignisse zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der sozialistischen Revolutionen an. Mhm. Ja? Und zum Beispiel sehe ich eine nicht erzählte Geschichte 1919, die Deutsche Revolution, das war hier in Berlin einfach wirklich eine ganz große Sache und die sind zusammengeschossen worden von der SPD. Mhm. Ja, ich sehe da natürlich schon eine Kontinuität an bürgerlicher Gesellschaft, die versucht hat, an der Macht zu bleiben. Und ich sage dir eins, Lenin ist deshalb ein wahnsinnig unbeliebter Revolutionär, weil er erfolgreich war. Weil er es wirklich geschafft hat, ein Ding durchzuziehen. Jetzt kommst du wahrscheinlich her und sagst, aber auch Lenin war unter Umständen gesteuert. So. Mhm. So, und da. Ja, war auch ein bisschen gesteuert, ja klar. Würde mich dann interessieren, auf welcher Grundlage von Analyse im Nachhinein ist es ja immer einfach, irgendwelche Muster zu erkennen, irgendwelche Linien zu konstruieren, anhand von Ereignissen, die da waren. Aber inwiefern. Also von welcher Art Geschichtsverständnis gehst du aus? Also wie präsentiert sich dies? Oh mein Gott, hier ist noch QAnon. QAnon, hier ist Hanau. Oh mein Gott, das wird ja noch gut, Alter. Die Geschichte. Ja, man muss ja auch mal so ein bisschen, also wenn man jetzt in der Chronologie guckt, da muss man sich vielleicht ein Kapitel aussuchen, damit es nicht so wischiwaschi wird. Mhm. So, weißt du, also wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, in meinem Fall, ich bin Iraner, so, weißt du, Operation Ajax 1953, wurde 30 Jahre lang nicht zugegeben. Erst zu Jimmy Carters Amtszeit hat man zugegeben, ja, das war eine CIA-Operation. Teddy Roosevelts Cousin ist mit mehreren Millionen Dollar in den Iran geschickt worden, um dort ein stabiles, demokratisches System einfach auseinanderzubrechen, indem man in Moscheen reingeballert hat,
Zivilisten Naja, ein stabiles demokratisches System. Ja gut, aber ja. ...gebracht hat, Flugblätter verteilt hat und den damaligen Mann des Jahres im Times Magazine, nämlich Dr. Mossadegh, durch sein eigenes Volk absetzen zu lassen, damit man überhaupt gar keinen Krieg führen muss, weil Kriege sind dreckig. Das hat man gemerkt. So, das sind halt Sachen, die sind nun mal passiert, aber hätte man das 1965 so ausgesprochen, da hätte doch jeder auf dir rumgehackt. Das hätte doch keiner akzeptiert, weil es einfach nicht die Wahrheit war. Aber es gibt die Wahrheit nicht. Und das merkt man halt daran. Und das ist halt einfach mein ganzer Ansatz an der ganzen Geschichte. Ich bin nicht der Meinung, dass alles immer wissenschaftlich belegt sein muss, damit... Also man muss dazu sagen, Operation Ajax, tatsächlich, als ich bei Steiger war, habe ich auch kurz darüber gesprochen. Das Ding ist, das ist einer der Gründe, warum jeder Iraner zwei Leute in der Familie hat, die immer alles auf die CIA schieben. Natürlich sind wir traumatisiert durch solche Events, aber man muss sagen, jetzt im Nachhinein, mit Abstand und wenn man älter wird, weiß man, oder heutzutage weiß man, dass an und für sich, dass Einflussnahme in anderen Ländern genommen wird, macht eigentlich, ist es, also jedes Land, würde ich behaupten, versucht vielleicht in den Nachbarländern oder strategisch bei den Ländern, wo die es brauchen, halt irgendwie Einfluss zu nehmen in den politischen Bildung, je nachdem, wie sie es brauchen oder wie sie denken, was es bringen kann. Man weiß ja auch, das ist, würde ich sagen, beinahe normal. Das ist auch kein Geheimnis und keine große Sache. Klar haben die Amis natürlich bei der Ajax-Geschichte nicht jetzt gleich gesagt, ja, wir haben mal was gemacht. Ja, wir waren das. Ja, die haben da finanziell die Gegenseite unterstützt. Und ja, ich meine, jetzt muss man aber auch sagen, dass Belasch ja sagt, ja, der Mossadegh wurde gestürzt. Und ja, ich würde, glaube ich, auch sagen, ist schade, weil so wie ich das mitbekommen habe, so wie ich gelesen habe, so wie ich das gelernt habe, wollte der was in Anführungszeichen Gutes. Aber es gibt ja auch, darf man auch nicht vergessen, genug Leute, die es ja anders gut fanden. Für die war ja dann Operation Ajax aber was Gutes. Also die fanden die andere Seite gut. Und die hat ja dann auch gewonnen, die andere Seite. Und die war ja, lass mich mal überlegen, kann man sagen, dass die bis heute noch die beliebteste ist, ja. Also das kann man sich aber lieber nochmal auf Wiki angucken. Ich kriege nicht alle Zeiten so zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob der König nochmal länger dann, wie lange der noch am Start war, bis dann Khomeini gekommen ist. Aber das ist ja so richtig Gift, oder da musst du lieber die Timeline bei Wiki lesen. Das habe ich alles nicht im Kopf. Krass, Mann. Obwohl ich es alles noch erlebt habe, aber gut, ich war sehr jung. Ich würde auch sagen, Tendo schreibt, die Bücher von Peter Scholl-Latour sind absolut zu empfehlen. Ich muss auch sagen, dass ich den immer in guter Erinnerung habe. Vor allem, was solche Talks angeht. Ich habe noch ein Buch von dem, Das Ende des weißen Mannes. Ist schon sehr alt, aber... Naja, Flacco sagt, Reza war aber ein furchtbarer Diktator. Das habe ich nicht, also das würde ich jetzt nicht, also weder will ich das verneinen oder nein. Das will ich nicht gesagt haben, würde ich sagen. Ich weiß nur, dass wenn du aus heutiger Sicht die Iraner fragst, vor allem die Exil-Iraner, jetzt sind wir aber voll im Deep Talk, ich würde eigentlich ein bisschen lachen nur, dass sie schon eher auf seiner Seite sind, ne? Wenn du heute gerade einen Mann erhältst, die ganzen LA-Iraner zum Beispiel, es ist ja immer, du musst es ja auch immer sehen, aus welcher, also welcher Schicht kamen sie. Wenn du reich warst, die meisten Reichen, die aus Iran abgehauen sind, die vermissen alle den Schah, weil denen ging es zu der Zeit wahrscheinlich sehr gut. Das ist immer so eine Rich-Poor-Geschichte. Naja, aber das ist jetzt, oder lass mal Operation Ajax. Spannender wird's jetzt. Würde, was da überhaupt deine Position ist, so, aber bevor du mir das erklärst, ist halt auch relativ kurzfristige Events, also die jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben, ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Man muss ja auch diese ganzen Parameter sammeln halt, ne? Und je weniger man hat, desto mehr ist man auf dieser Raterunde, so, dann ist man so in dieser Ratestunde dann quasi gefangen. Und deswegen, Sachen, die 1953 passiert sind, sind wahrscheinlich leichter aufzuarbeiten als Sachen, die 2019 passiert sind, weil vielleicht kommt neues Material dazu, man weiß es ja nicht. Sind sämtliche Informationen, die du bekommst, irgendwie gleich wichtig für dich?